Wir haben Sonntagmorgen, ich weiß es nicht genau, und es gibt Tage, die fangen so richtig maximal bescheiden an. Nicht nur, dass unsere Kaffeemaschine Fratze ist und ich jetzt zum Bäcker fahren muss, um uns zwei fertige Kaffee zu holen, sondern auch meine Jean-Marcel ist nicht mehr am Arm. Hallo, willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ja, eine Woche am Arm, das passiert bei mir immer, wenn ich eine neue Uhr habe. Und ich habe eine neue Uhr und zwar handelt es sich um die Jean-Marcel Accuracy in einem ganz, ganz leichten Hellblau. Denke, das kommt rüber. Wir haben heute Mittwoch, Tag 1 meiner eine Woche am Arm. Ich werde die Uhr jetzt wie gewohnt eine Woche am Arm halten und euch berichten, was mir auffällt und was nicht. Hier im Hintergrund könnt ihr sehen, ich habe mein ganzes Setup aufgebaut, um Uhren zu filmen. Ich habe heute ein Detail-Review über die Accuracy gemacht. Das kommt natürlich zuerst und dann kommt das eine Woche am Arm mit meinen alltäglichen Erfahrungen. Zusätzlich habe ich heute Videos gemacht bzw. Aufnahmen gemacht zu einer Uhr von Corazon Del Mar, der Marke von Markus Finger, dem Uhrenratgeber. Und auch da habe ich so manches entdeckt, was mich wirklich überrascht hat. Auch das Video habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn ihr dieses hier seht. Jetzt geht es aber nicht um Corazon Del Mar und auch nicht um einen detaillierten Review, sondern wirklich nur um meine Erfahrungen eine Woche am Arm mit der Jean-Marcel Accuracy. Und der Tag 1 hat begonnen. Heute Abend gibt es ein kurzes Statement zum Tag 1. Wir haben Mittwochabend. Es ist 10 vor 12 in der Nacht. Ich war gerade die letzte Runde mit meinem Hund draußen. Und wie ihr sehen könnt, die Jean-Marcel ist noch am Arm. Ja, ich habe heute relativ viele Videos gedreht, deshalb habe ich mich nicht so auf die Uhr konzentriert. Aber übrigens, wenn ihr im Hintergrund irgendwas hört, das ist mein Hund, der hier gerade sich die Pfötchen in den Schlaf leckt. Also, das sind die Hintergrundgeräusche, falls ihr da irgendwas hört. Ja, also ich habe heute relativ viele Videos gedreht, deswegen habe ich nicht so auf die Uhr geachtet, aber zwei Sachen kann ich auf jeden Fall sagen. Die Zeigerform der Uhr ist für mich echt ungewöhnlich. Da habe ich gemerkt, dass ich alt werde, dass ich mich auf neue Zeiger nicht mehr so schnell einstellen kann. Ich brauche einen Tick länger, um die Zeit zu erkennen und ich führe das aktuell auf die Zeigerform zurück. Und die zweite Sache ist, das ist eine der ganz, ganz wenigen Uhren, wo das Band in der Tat entweder zu lang oder zu kurz ist, obwohl auch das kann ich mal zeigen, die Lochabstände gar nicht so besonders groß sind. Trotzdem habe ich es nicht geschafft, hier eine vernünftige Einstellung zu finden. Ich weiß noch nicht genau, ob es daran liegt, dass die Uhr besonders leicht ist oder an dem Band. Das werde ich auf jeden Fall über die Woche nochmal beobachten. Ja, Donnerstag, 20 vor 11. Meine Jean-Marcel ist noch am Arm und ich muss ganz ehrlich sagen, was war das für eine bescheidene Nacht? Mein Hund hatte Durchfall, hat mich zweimal die Nacht rausgeholt, einmal um 2 Uhr, einmal um 4 Uhr. Ich habe also nie mehr als 2 Stunden am Stück geschlafen und bin zweimal in die Kälte und den Regen raus. Das war richtig bescheiden. Auf der anderen Seite bin ich super dankbar, dass mein Hund sich meldet und nicht einfach in die Wohnung macht. Aber toll war es trotzdem nicht. Naja, was kann ich zu der Uhr sagen? Es ist eine klasse Uhr und jetzt sieht man auch, glaube ich, ein kleines bisschen besser das Bläuliche der Uhr. Ich muss mal versuchen, das über die nächsten Tage vielleicht bei Tageslicht einzufangen. Eine Uhr, die wirklich klasse aussieht, die mich immer wieder überrascht, weil ich eine Uhr in dem Stil erstens nicht habe und zweitens auch nicht so häufig trage. Gerade deshalb wollte ich sie ja haben. An die Zeigerform gewöhne ich mich immer noch. Die Zeiger haben Leuchtmasse, man kann sie die ganze Nacht ablesen, aber es ist relativ wenig Leuchtmasse und die Uhr hat keine beleuchteten Indizes.
sodass es etwas Zeit und Mühe bedarf, die genaue Uhrzeit abzulesen, aber es funktioniert und für einen Dresser reicht mir das völlig. Wir haben Donnerstagabend, genau genommen haben wir Freitagmorgen. Wir haben kurz vor 12:30. Ich bin fix und foxy nach der letzten Nacht. Aber ich habe heute Abend noch zwei Videos aufgenommen, zwei Videos geschnitten. Eines davon kommt jetzt am Samstag und ich habe die Folien und Fragen für ein Watch-Quiz vorbereitet. Insofern gibt es von mir heute wirklich echt nichts Intelligentes zu der Jean-Marcel. Ich hoffe, dass ich morgen deutlich mehr dazu sagen kann und vor allen Dingen auch einige Bilder bei Tageslicht zeigen kann, die zeigen, was für ein fantastisches Blau die Uhr hat. Ich kann nur sagen, ich habe sie immer noch am Arm. Sie trägt sich super, sie ist sehr angenehm. Dadurch, dass sie nicht so hoch ist und auch nicht schwer ist, trägt sie sich extrem unauffällig. Und ich habe keine Uhr so oft angehaucht wie diese, denn Jean-Marcel wirbt ja mit dem sogenannten Mystery-Logo. Und auch das werde ich euch in den nächsten Tagen versuchen, im Bild so einzufangen, dass man es auch gut sehen kann. Wir haben Freitagmorgen, es ist 9:05 und meine Jean-Marcel ist noch am Arm. Ja, es ist mächtig kalt. Ich zeige euch das gleich mal hier auf meinem Balkontisch. Aber ich wollte mich melden, bevor ich jetzt mich in meine Arbeit vertiefe. Ich habe lange geschlafen. Ich brauchte das ganz dringend und jetzt gibt es einen Kaffee und dann geht's los. Ich zeige euch gleich noch einige Aufnahmen von der Jean-Marcel bei Tageslicht. Ich hoffe, man kann dann relativ gut sehen, wie wunderschön das Blau ist. Was ich noch vergessen habe zu sagen ist, die Uhr habe ich im Zuge der Black Friday Week gekauft, habe also 371,75 € dafür bezahlt, was ich absolut okay finde. Und die Uhr ist auch mit einem zweiten Lederband ausgeliefert worden. Auch das werde ich euch über die Woche zeigen. Na, wer kommt denn da? Ah ja, alles klar. Und ja, wie ihr sehen könnt, das Blau der Uhr ist richtig, richtig klasse. Und ihr könnt auf dem Tisch auch sehen, dass es richtig bitterkalt ist und ich bald rein muss, meinen Kaffee trinken. Wir haben Freitagnacht, es ist 11:50 und meine Jean-Marcel ist noch am Arm. Ich habe mir gedacht, ich erzähle euch heute ein kleines bisschen. Ach, die Brille sind so wie schief. Gucken wir mal. So, ist besser. Ein kleines bisschen zu der Uhr, einfach damit ihr auch die Maße und Daten habt. Die Uhr hat einen Durchmesser von 41. Na, kriege ich es doch scharf? Ich bin hier so blöde. So. Die Uhr hat einen Durchmesser von 41 mm, ist lediglich 8,5 mm dick, hat eine Bandanstoßbreite von, da habe ich sie, 20 mm, ist bis 100 Meter wasserdicht. Und wir haben hier ein relativ interessantes Glas verbaut. Und zwar ist das weder ein Saphirglas noch ein typisches Mineralglas, sondern es ist ein, jetzt muss ich es kurz ablesen, Aluminium-Sikalatglas, das auch im Handel unter dem Namen Gorilla-Glas bekannt ist und oft bei Handy-Displays benutzt wird. Ein Glas, was sich thermisch verformen lässt, was also nicht geschliffen werden muss und damit etwas günstiger ist, aber deutlich härter ist als normales Mineralglas, aber nicht so hart wie Saphirglas. Ich finde das ganz interessant und bin sehr gespannt, wie sich das Glas als Uhrenglas in der Praxis schlägt. Verbaut ist ein Quarzwerk, klar, hatten wir schon gesagt, und zwar das ETA F06411 mit einer COSC-Zertifizierung. Und Jean-Marcel gibt für diese Uhr eine Genauigkeit an von 6 Sekunden im Jahr. Das heißt, eine halbe Sekunde im Monat ist natürlich nicht wirklich messbar. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich schlägt. Was mir noch aufgefallen ist, und das finde ich sehr schön, und dafür halte ich die Uhr gerne nochmal in die Kamera. Die Indizes und der Sekundenzeiger sind wirklich Freunde, also da gibt es keine großen Abweichungen. Das habe ich schon anders gesehen. Es ist nicht immer zu 100%, aber doch so, dass ich damit durchaus sehr zufrieden bin.
Wir haben Samstagabend und meine Jean-Marcel ist noch am Arm. Ja, eigentlich wollte ich heute Morgen den Tag beginnen mit einem Video für euch. Wollte euch sagen, dass ich echt nicht der Typ bin für Herbst- und Winterwetter. Hab auch eine Aufnahme gemacht, die ihr jetzt gerade seht. Und wollte euch erzählen, wie die Nacht mit meiner Jean-Marcel war, also mit der Jean-Marcel am Arm, meine ich natürlich. Und dann kam ein Anruf, dass etwas schiefgelaufen war, ich ins Büro musste und bin den Dreivierteltag im Büro gewesen, sodass das Video leider nicht geklappt hat, aber ihr könnt sehen, das Wetter war eh sehr bescheiden und ich hätte sowieso nicht furchtbar viel anderes gemacht. Insofern passt das. Was ich euch heute zeigen möchte, ist, übrigens, wir haben 20 nach 10, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, 20 nach 10. Was ich euch heute zeigen möchte, ist die Verpackung und das separat mitgelieferte Band. Ich habe unter einigen Kommentaren gelesen, dass einige von euch gar nicht die Verpackung sehen möchten und solange ich sie noch nicht im Keller in den Schrank gepackt habe und dran denke, will ich versuchen, die Aufnahmen dazu zu machen. Wird nicht immer klappen, weil Verpackung ist für mich echt das mega unwichtigste an einer Uhr. Ich finde es sogar ziemlich blöde, wenn da so schrankwandartige Verpackungen kommen, die einfach nur Platz wegnehmen. Ist echt nicht mein Ding, aber jetzt habe ich sie noch nicht weggepackt. Insofern zeige ich euch das gerne. Ja, morgen will ich mal versuchen, einige bessere Detailaufnahmen der Uhr zu machen und euch etwas ausführlicher über die Uhr zu berichten. Wir haben Sonntagmorgen, ich weiß es nicht genau, und es gibt Tage, die fangen so richtig maximal bescheiden an. Nicht nur, dass unsere Kaffeemaschine Fratze ist und ich jetzt zum Bäcker fahren muss, um uns zwei fertige Kaffee zu holen, sondern auch meine Jean-Marcel ist nicht mehr am Arm. Ja, das hat man eben davon, wenn man Uhren holt, die gut aussehen, denn meine Jean-Marcel ist jetzt an einem anderen Arm. Komm her mit dem Arm, los, komm her, da ist sie. Meine Frau hat sie sich gekrallt und wie ihr sehen könnt, auch an einem Damenarm sieht die Uhr klasse aus. Weg, weg mit dem Arm, weg. Und naja, wenn ich einen Kaffee geholt habe, werden wir dann in den Ring steigen und mal gucken, ob ich die Uhr zurückbekomme, um sie euch für den Rest der Woche weiter zeigen zu können. Wir haben Sonntag, 4:15 und meine Jean-Marcel ist noch am Arm. Heute hatte ich vor, etwas Kiespan zu ernten im Wald und ihr wisst, meine Uhren müssen grundsätzlich alles mitmachen, was ich auch mache. Also ist der Dresser, die Jean-Marcel, am Arm geblieben, als ich in den Wald bin, um Kiespan zu ernten. Weil das Wetter nicht so super dolle war, bin ich also nur die Hauptwanderstraßen im Wald gegangen und da ist natürlich links und rechts alles ziemlich abgeerntet und bin dann mit meinem Rucksack, das ist ein Maxpedition Falcon 2, einer meiner liebsten Rucksäcke und meinem leichtesten Werkzeug. Ich zeige euch das mal. Also wirklich super, super leicht. Ein Mora Companion, extrem leicht und billig. Eine Fiskars Faltesäge und ein kleines Fiskars Handbeil in den Wald gezogen, in der Hoffnung, doch etwas Kienspan zu finden. Und die Ernte war super, super wenig. Ich bin 45 Minuten oder so durch den Wald gelaufen, habe also doch einige umgefallene Kiefern im Mischwald gefunden. Aber die Wurzeln waren schon relativ weit runtergeschnitten. Die toten Äste waren schon relativ weit runtergeschnitten. War also echt schwer, was zu finden. Aber ich habe noch was gefunden, was zwar kein Kienspan ist, aber dafür doch einigermaßen Harz im Holz hat, sodass es mir hilft, meinen Kamin anzuzünden. Ja, alles das hat die Jean-Marcel absolut klaglos mitgemacht. Und das zeigt, dass ich meine Uhren wirklich nicht schone und sie dann am Arm lasse, wenn sie am Arm sind. Fast egal, was ich mache, auch wenn es dann mal mit Säge und Axt in den Wald geht. Und bisher haben das alle meine Uhren wirklich klaglos überstanden. Warum auch nicht? Wenn ich das aushalte, müssen es auch meine Uhren aushalten. Wir haben Montagabend, wir haben 11:45 und meine Jean-Marcel ist noch am Arm. Wie ihr sehen könnt, habe ich auf das braune Lederband gewechselt
und muss ganz ehrlich sagen, die Uhr ist echt keine Strapsqueen. Durch das leicht blaue Ziffernblatt ist es so, dass lange nicht jedes Band passt, das dunkelbraune passt, das hellgraue passt auch und ich denke, ich werde es für die nächste Zeit auch bei diesen beiden Bändern belassen. Das von Jean-Marcel mitgelieferte Werkzeug funktioniert gut, nicht brillant, aber gut. Ein ordentliches Federstegbesteck von einer etwas längeren Größe und etwas breiterem, festeren, dickeren Griff ist für meine nicht sehr fein mechanisch ausgelegten Hände etwas griffiger, aber es funktioniert und mehr kann man eigentlich nicht erwarten. Ich zeige euch das auch hier im Bild, wie der Bandwechsel funktioniert. Es geht alles sehr gut und ja, viel mehr kann man definitiv nicht von einem Bandwechselwerkzeug erwarten, was man umsonst bekommt. Ich stehe hier auf dem Balkon, ihr könnt das vielleicht sehen, da hinten ist der Park und es fängt jetzt gerade leicht an zu regnen und zu schneien, also mächtig, mächtig, mächtig ungemütlich. Aber ich bin hier rausgegangen, weil ich euch gleich noch etwas zeigen möchte. Und zwar das Mystery-Logo. Und dafür muss die Uhr erstmal kalt werden, sonst funktioniert das nicht richtig. Ich bin gespannt, ob es klappt. Ansonsten versuche ich das morgen nochmal. Jean-Marcel sagt, dass es auf der Uhr ein Mystery-Logo gibt. Und dafür müsse die Uhr angehaucht werden. Das werde ich jetzt einmal tun. Ganz kurz konnte man es auf der 12-Uhr-Position sehen, ungefähr da auf der Höhe. Ich versuche es nochmal. Ja, es verschwindet leider sehr schnell, aber man kann es sehen. Wir haben Dienstagmorgen, Tag 7 meiner eine Woche am Arm. Meine Jean-Marcel ist noch am Arm und wie ihr sehen könnt, mit dem schönen braunen Band. Irgendwie gefällt mir das wirklich gut, weil das einen schönen Kontrast zu dem hellblauen Ziffernblatt gibt. Und ja, der letzte Tag ist üblicherweise dann Zeit für ein Fazit und ich muss sagen, die Uhr hat mich in vielen Bereichen echt überrascht. Zum einen hat sie mich überrascht, weil ich ja nicht so der Dresser-Typ bin und auch, ich habe zwar nichts gegen Quarz, aber ich tendiere doch vielleicht eher ein bisschen mehr zur Mechanik und trotzdem habe ich in der ganzen Woche keinen einzigen Tag überlegt zu wechseln. Das liegt wahrscheinlich zum einen daran, dass die Uhr super flach ist und sich damit extrem angenehm trägt. Sie ist extrem leicht, man merkt sie also nicht am Arm. Man vergisst sie im positiven Sinne am Arm, sodass ich auch nie die Idee hatte, ach ja, klar, Uhr am Arm, ich merke es gerade, ach, was hast du noch in der Box, worauf könntest du wechseln, ist mir alles nicht passiert. Die Nachtablesbarkeit ist nicht berauschend, das muss man einfach so sagen, es geht, aber ich habe ganz, ganz viele Uhren, da geht es besser. Für einen Dresser ist das okay, aber mehr auch nicht. Vom Preis her, die Uhr kostet Liste 495 €. Das finde ich schon relativ viel. Ich habe sie in der Black Friday-Woche gekauft für 371,25 €. 371,25. Das finde ich sehr okay, insbesondere weil auch ein chronometerzertifiziertes High-Quality-Quarzwerk in der Uhr schlägt. Ich habe anfangs immer mal geguckt, wie genau sie geht, aber bei weniger als 6 Sekunden im Jahr, das heißt unter einer halben Sekunde im Monat, habe ich erwartungsgemäß in den ersten Tagen null Abweichung mit dem Auge wahrgenommen und dementsprechend habe ich es dann auch aufgegeben, es zu kontrollieren. Sie geht einfach wahnsinnig genau. Punkt. Die Sekundenzeiger, der Sekundenzeiger ist ja nur einer. Der Sekundenzeiger trifft die Indizes überwiegend sehr genau. Manchmal liegt er ein kleines Stück daneben, aber bei keiner einzigen Position ist er wirklich mittig zwischen zwei Indizes, wie man es bei anderen Quarzuhren sieht. Das passt also auch wirklich gut.
Insgesamt eine Uhr, die mir sehr viel Freude macht und ich vermute, ich werde mich mit meiner Frau um die Uhr bei bestimmten Anlässen ein bisschen streiten müssen, denn meiner Frau gefällt sie auch sehr gut und sie hat sich schon Klamotten rausgesucht, zu denen sie die Uhr tragen könnte. Also das ist eine Uhr, die in jedem Fall uns beiden gefällt und wahrscheinlich auch von uns beiden getragen wird. Kurz bevor ich das Video schließe, noch ein Punkt. Ich habe ja vor einigen Tagen erzählt, dass ich im Wald war, um Kienspan zu machen und ich kam mit Freunden ins Gespräch und bekam immer wieder die gleiche Reaktion. Hä? Was ist denn das? Kienspan. Also deshalb ganz kurz klärende Worte. Kienspan ist ein extrem harzdurchsetztes Holz, was man insbesondere bei Kiefern findet und was dann verstärkt auftritt, wenn die Kiefer verletzt war oder durch Wind oder Sturm umgefallen ist, dann pumpt der Baum Harz aus der Wurzel in die verletzten Stellen, sodass dann die Wurzel sehr, sehr stark verharzt ist oder aber die abgebrochenen verletzten Äste am Ansatz zum Stamm sehr stark innen drin mit Harz gefüllt sind. Das sieht man daran, dass das Holz dann rötlich, bräunlich ist, also ganz, ganz tief gefärbt und unglaublich intensiv nach Harz riecht. Brennt wahnsinnig gut, lässt sich super als Anzünder für Kamins verwenden, für Lagerfeuer. Oder aber, wenn man unterwegs ist und mit dem Feuerstahl Feuer machen möchte, ist auch da Kienspan ein wirklich gutes Mittel. Es gibt bestimmte Techniken, würde hier zu weit führen. Das nur als kurze Erläuterung, was Kienspan ist. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr über die Uhr denkt. Ich finde sie klasse, mir macht sie Spaß. Ich werde sie sogar ein paar Tage länger als die Woche am Arm lassen, weil sie mir einfach gut gefällt. Bleibt gesund, freut euch auf meine nächsten Videos und bis dahin, tschüss, euer Axel.